Also um sowas zu lösen, gibt es grundsätzlich zwei Strategien. Entweder so wie hier, gleiche Basis, verschiedene Exponenten, oder hier, gleicher Exponent, verschiedene Basis. Jetzt habe ich hier alles gemischt, ja, also verschiedene Basis, verschiedene Exponenten, und da ist halt der Trick, ich muss da irgendwie hinkommen. Entweder gleiche Basis oder gleicher Exponent. Und da geht beides, deswegen zeige ich das mal. Also wenn mir irgendwie auffällt, dass 3 Quadrat gleich 9 ist, kann ich den 9er ersetzen durch einen 3 Quadrat hoch 2x mal 3 hoch x ist 3. Also das geht jetzt so Strategie gleiche Basis. Und an der Stelle habe ich dieses Mal gesetzt. Wo habe ich es denn? Da. Hier habe ich es. Das da. Und jetzt kann ich mal rechnen. Also da bin ich. 3 hoch 2 mal 2x. 3 hoch 2 mal 2x ist 4x. 4x mal 3 hoch x ist 3. Und jetzt an der Stelle kann ich das Plusgesetz machen. Das ist das hier. Ja. Gleiche Basis, verschiedene Exponenten. 4x und x ist 5x. 3 hoch 5x gleich 3. Am einfachsten ist der Exponentenvergleich. 3 ist 3 hoch 1. 3 hoch irgendwas ist 3 hoch irgendwas. Ja, also 3 hoch das Gelbe ist 3 hoch das Gelbe. Dann müssen die zwei Gelben gleich sein. Und dann habe ich hier 5x gleich 1, x gleich 1 Fünftel. Fertig. Ich könnte es auch machen mit der Definition des Logarithmus. Ja, also Definition des Logarithmus, das steht hier. Und dann habe ich 5x gleich Logarithmus zur Basis 3 von 3, und müsste ich eigentlich hier noch hinschreiben, da dieses Log 3. 3 ist nämlich 1. Also Log 3 hoch irgendwas ist 3, also da kommt 1 raus. Hier. Also 5x gleich 1, x gleich 1 Fünftel. Und dann mache ich noch mal ein Video. Ich könnte nämlich hier auch versuchen, hier so eine Klammer zu setzen, und dann hätte ich den gleichen Exponenten. Ja, also dann könnte ich mit dieser Taktik rangehen. Ist ein bisschen komplizierter, geht aber führt auch zum Ziel.